Gentlemen, unsere Spionagesatelliten haben einen riesigen Laborkomplex in Australien geortet. Das scheint die Anlage zu sein, in der Yuri sich mit Klonen beschäftigt. Der Geheimdienst kennt einige seiner Pläne. Er will hochrangige alliierte Persönlichkeiten kidnappen und dann durch Klone ersetzen. Commander, einige unserer besten Agenten haben ihr Leben geopfert für diese Information. Die Männer sollen dieses Opfer nicht umsonst gebracht haben. Zerstören Sie dieses Labor! Machen wir. Gefechtskontrolle aktiviert. Eintreffende Nachricht. Der Standort von Yuris Klonlabor ist in Sydney, Australien. Wir starten unseren Angriff in der Nähe des Opernhauses. Yuris Labor befindet sich hier. Der Geheimdienst berichtet, dass er irgendwo in der Nähe eine U-Boot-Flotte stationiert haben soll. Yuris Boomer-U-Boote verfügen über ballistische Raketen, die aus großer Entfernung abgefeuert werden können. Schicken Sie Delfine und Zerstörer los, sobald Sie eines davon entdecken. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit befördert. Gefechtskontrolle online. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei eurem General Ricky. Yuri muss seine Chaos-Drohnen eingesetzt haben. Wenn unsere Leute Wer? Zu nah an eine solche Drohne herankommen, laufen sie amok. Seien sie vorsichtig. Wer ist hier live im Stream mit dabei? Ausrufezeichen Rekrut in den Chat. Zeigt euch, ich will euch begrüßen. Mistress. Unsere Basis steht unter Beschuss. Der Flo. Einheit verloren. Display. Einheit bereit. Produktion läuft. Tobbits. Zauberfee. Razers. Einheit berichtet. Mia. Produktion abgeschlossen. Los geht's. Dagude. Sir Einhorn. Einheit bereit. Dark Socke. Alle ihr mit dabei. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier geht's jetzt richtig zur Sache. Gebäude verlassen. Einheit verloren. Oh ja, hier geht's wirklich richtig zur Sache. Oh ja. Die haben richtig Bock. Eintreffende Nachricht. Mia, vielen Dank für deinen Lurk. Bis dann, meine Liebe. Wir orten eine Flotte von gegnerischen U-Booten mit Kurs auf ihre Position, Commander. Das müssen Yuris Boomer sein. Wir glauben, diese Langstrecken-U-Boote sind bestückt mit Torpedos sowie schweren Raketen zur Bombardierung von Küstenzielen. Einheit verloren. Training. Oh, das ist dreimal befördert. Schießt sogar im Bunker raus. Schießt alles raus. Einheit befördert. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Jimmy jault hier am fließenden Band, weil der so notgeil auf Julie ist, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Wir werden hier überrannt von Schülern. Um die Boomer. Greift die an, greift die an. Die sind dreimal befördert, die kriegen wir nicht mehr aus dem Stützpunkt raus. Kriegen wir nicht mehr raus. Keine Chance. Einheit verloren. Bisschen OP, oder? Kann das sein? Die so ein bisschen OP sind, nur so ganz dezent. Bisschen, ne? Produktion läuft. Reparatur läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Erzsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Einheit verloren. Produktion Guck mal, die machen nichts. Unsere Basis steht unter Beschuss. Unzureichende Credits. Der jault hier am fließenden Band, der ist komplett am Durchdrehen, ist der. Reparatur läuft. Ist komplett am Eskalieren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Kritisches Energieniveau. Neue Bauoptionen. Mann. Befördert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ist das übertrieben. Vier U-Boote. Okay. Gut, gut, gut. Ist in Ordnung. Kommen wir mit klar. Unsere Basis steht unter Beschuss. Landen die nächsten. Einheit verloren. Produktion läuft. Bereit.
sehr, sehr zäh, der Kampf, muss ich wirklich zugeben. So. Mach die mal platt hier bitte, versenkt die mal. Das wäre ein ganz großes Kino, wäre das. Schön bauen, 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 reparieren, reparieren, reparieren. Und rein in die Bude. Go, go, go. So, jetzt kommt der nächste von da. Okay, da ist er. Versenkt ihn, versenkt ihn, versenkt ihn. Go, go, go. Kraftwerk, noch ein paar GIs. Und noch ein Bunker, los geht's. Und noch ein Kraftwerk. Schön versenken, macht Action hier. Los, los, los. Ihr fahrt mal hier hin. So. Das war ein sehr, sehr wilder Start. Gerade die zwei, dreimal beförderten. Geil, dankeschön. Super, da haben wir das mit den U-Booten hier schon mal geklärt. Kommt noch ein Frachter. Juri benutzt den Flughafen südlich seines Stützpunktes, um Verstärkung herbeizuschaffen. Erobern Sie das Flugfeld, Sir, dann können wir den Spieß umdrehen. Produktion läuft. Ich muss jetzt hier erstmal abwehren, ich habe gar keine Kohle mehr für sowas. Beruhig dich bitte. Jetzt kommen sie da an, schießen unsere Sammler raus, auch sehr schlecht. Juri hat damit begonnen, seine Truppen in den Gebäuden von Sydney in Stellung gehen zu lassen. Ich schlage vor, sie tun das Gleiche. Sie müssen ihre Position stärken, bevor Juris geklonte Horden sie alle besetzen. Ja. Noch ein Auftrag mehr auf meiner To-Do-Liste, ist in Ordnung. Mache ich spielend. Gar kein Problem. Unzureichende Credits. Unsere Basis steht. So, die Mission ist erstmal extremst anspruchsvoll gewesen. So, das sollte passen. Okay, mit denen decken wir mal hier ein bisschen auf. Ich brauche erstmal eine Satellitenschüssel, würde ich sagen. Mal sehen, was hier abgeht. Okay, das war ein wilder Start. Da unten ist also das Flugfeld. Das hier sollen wir einnehmen. So. Reparatur läuft. Produktion läuft. Gebäude verkauft. Notgeile Jimmy ist auch erstmal wieder aus dem Raum raus. Das ist gut, dann kann ich mich jetzt fokussieren. Reparatur läuft. Hervorragend. Gebäude verlassen. Liebe geht raus. Gebäude eingenommen. Reparatur läuft. Jetzt habe ich eine knochenkauende Julie hier bei mir liegen. Die lachend den Knochen katscht und zermatscht. Ein bisschen besser. Ja, nicht perfekt, aber ein bisschen besser ist es. Ausrufezeichen JJ in den Chat. So. Kommen Sie mit. Viren kommen Sie jetzt hier an. Rein in die Bude da. Oh, was? Der Sammler, weg ist er. Mhm. Erstmal eine Karte brauchen wir. So. Okidoki, wir brauchen jetzt eigentlich ein paar Prismatürme, damit wir in Ruhe sammeln können. Gebäude eingenommen. Das decken wir erstmal hier oben auf. Wir sollten nur Wasser sein, ja? Okay. Vernichten Sie Juris Klonstätte im Süden. Gut. Das sieht schon mal gut aus. Du deckst mal hier oben noch die letzte Ecke auf. Du bleibst zur Reserve hier, du hier und du hier. Das hier passt soweit. Decken wir auch erstmal das ganze Meer hier auf. Bereit. Kontrolle behalten. Volle Kraft voraus. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh, das ist sehr schlecht. Da ist nämlich nur ein Mannequin drin. Gebäude verlassen. Gebäude verkauft. Keine Kohle für nichts. Einheit verloren. Bude sieht die noch nicht. Unsere Basis steht unter Beschuss. Jetzt rein hier. Komm, ballert, 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 ballert. Gebäude verlassen. Sehr schön, gut gemacht. Gebäude eingenommen. Zweiter Sammler und sammeln, 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 sammeln. Gebäude verkauft.
Es kommen so von links. Das ist sehr schlecht. Dadurch, dass der Start so schief ging, haben wir jetzt natürlich ein Riesenproblem. Hat uns extremst viel Money gekostet. Mit den zwei, dreimal beförderten Schülern. War wirklich ganz, ganz verheerend für uns. Super verheerend. Reparatur läuft. Erzsammler unter Beschuss. Bereit. Der Chrono-Konvoi rollt. So, wir haben drei Sammler, jetzt brauchen wir ein bisschen Verteidigung für die Sammler. Black Eagle können wir bauen, das ist cool. Das fetzt mir. Hier gibt's richtig Action, guckt euch das an. Da landen sie in unserem Stützpunkt. Weggesnackt. Schön sammeln, 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 sammeln. Go, go, go. Okay, wir müssen uns eigentlich hier runterbauen, um ein bisschen Minerals ranzubekommen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Jo, unser erster Grizzly. Komm raus da. Super. Jetzt kommen wir langsam an. Gebäude eingenommen. Einheit bereit. Navigationssysteme bereit. Volle Kraft voraus. Mal schauen, ob wir hier ein bisschen Alarm machen können mit zwei Stück. Die lassen wir hier am Rand stehen. Die können noch ein bisschen Action machen, ein bisschen abfangen. Das wäre so mein Schlachtplan. Ja, genau so. Sehr gut. Walz die platt. Jo, lass knacken. Okay. Roboterkontrollstation haben wir natürlich. Unten, das soll man einnehmen. Er hat wahrscheinlich schon die ganze Stadt eingenommen. Deswegen muss man dann mal schauen, dass wir mit Black Eagle ein bisschen Alarm machen können. Hier würde ich gern abgrasen, muss ich sagen. Was sagt ihr dazu? Muss man versuchen, oder? Ein paar Grizzlies haben wir. Oh ja, die Bude da unten ist eingenommen, das ist schlecht. Kann man nicht mehr so einfach ran. Jetzt haben wir da auch eine eingenommene Bude. Oh ja, oh ja. Aber eine Werkstatt, die bräuchten wir eigentlich. Wir müssten eigentlich hier die Werkstatt einnehmen. Und dann können wir hier nämlich hinbauen. Das müssen wir machen. So wird's was. Und Rocketeers natürlich. Rocketeers for the win. Sehr gut, sehr gut. Hier so eine Terrordrohne. Müssen wir abwehren. Nämlich gleich nichts mehr zu sammeln. Das ist super knapp berechnet alles. Rein in unser IBF. Produktion läuft. Alles passt genau. Und los geht's. Läuft butterweich. Training. Zwei, drei Rocketeers brauchen wir jetzt definitiv auch noch. Neues Ziel erhalten. Bereit, bereit. Ist schon so gut wie im Depot. Alles passt genau. Jetzt müssen wir erstmal abchecken, ob wir das hier auch gehalten bekommen. Los geht's. Vorwärts. Position wird gesichert. Oh. Hervorragend. Oh, die Bude ist besetzt. Zwei Heinis sind da drin. Jetzt kommen Juris. Oh, das könnte jetzt mies ausgehen. Das könnte mies ausgehen, meine Lieben. Ja, Sir. Bereit. Natürlich. Wird abgebaut. Ja, Rocketeer, komm. Der Chrono-Konvoi. Baller. Sehr gut. Unsere Basis steht sehr schön. Ich kann sie sehen. Einheit bereit. Haben wir abgewehrt.
nächste Rocketeer. Muss man die Bude hier unten auf jeden Fall zerstören. Damit wir die Werkstatt einnehmen können. Das wird super wichtig. Nämlich nichts mehr zu sammeln in näherer Umgebung. Lad mal ab. Ah, da ist es ja. Wir rücken weiter vor, wir rücken weiter vor. Zentimeter für Zentimeter. Ein bisschen Alarm hier, komm. Sehr gut, perfekt. Die Bude ist leer. Die Bude ist leer, meine Lieben. Jetzt rein da. Erzsammler unter Beschuss. Ist schon so gut wie im Depot. Und weg. Reparaturstätte erobert. Alle Fahrzeuge werden automatisch repariert. So, das ist Gold wert. Erzsammler unter Beschuss. Zack, wir haben hier eine Raffinerie stehen. Produktion läuft. Sehr, sehr gut. Reparatur läuft. Bereit. Bin sofort da. Produktion abgelassen. Komm, kill ihn, kill ihn. Training. Brauchen Rocketeers. Viele Rocketeers brauchen wir. Erzsammler unter Beschuss. Was hält denn der aus? Wahnsinn. Guck mal, tut den gar nichts. Der lacht drüber. Er wird auch geheilt. Schaut euch das mal an. Er wird geheilt. Und unser Sammler wird auch geheilt. Der unendliche Kampf. Unsere Basis steht unter Beschuss. Vorgang nicht möglich. So, jetzt holen wir hier nämlich einen Ingenieur raus. Produktion läuft. Fishing Boo, herzlich willkommen im Stream, grüß dich. Da sehe ich doch noch eine Bude. Und die ganzen Buden nimmt er ein hier. Oh, oh, jetzt muss man aufpassen. Weg, 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 weg. Unsere Basis steht unter Beschuss. Feuerzone bestätigt. Ja, Sir. Einheit berichtet, ich arbeite dran. Mein Plan ist es nämlich, das Gebäude da unten einzunehmen. Renoviert haben wir es schon mal. Jetzt können wir unseren Schiffen eigentlich hier rechts hin. Wir vergrößern uns langsam strategisch. Produktion läuft. Einheit berichtet. Da seht ihr, wie wir dir ganz, ganz langsam niederringen, die Gegner. Kommen wir hier hinten sammeln. Los, kommt. Traut euch. Schön sammeln. Na, hättet ihr gedacht, wir halten das nochmal? Ja, die Gatling-Panzer sind mega. Die machen richtig Laune. Ihr müsstet eigentlich weiter gucken als die Bude. Du machst es aber spannend. So, die Bude haben wir auch leer. Sehr gut, sehr gut. Oh, Gatling-Geschütz. Produktion abgeschlossen. Training. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Ist alles okay bei uns zu Hause? Sehr schön. Okay. Ah, die rennen direkt weiter. Nehmen wirklich die ganze Stadt ein. Kompromisslos. So, das sollte jetzt erstmal safe sein. Das haben wir. Sehr schön. Also, zu sammeln haben wir jetzt erstmal genug. Jetzt können wir weitermachen. Black Eagles? Oh, komm, wir holen 4 Black Eagles raus. Technologie-Center auf jeden Fall. Produktion abgeschlossen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Ab in die Lüfte. Ich nehme die Luftlinie. Hoch und weg. Ich kann sie sehen. Komplette Stadt wird er eingenommen haben. Einheit verloren. Die Schiffe hier, die sind auch fragwürdig. Super träge. Boah. Wahnsinn.
Navigationssysteme bereit. Raketen am Himmel. Wir ballern die Buden aber direkt weg. Da ist nichts mehr mit Reparieren und so weiter. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Hoch und weg. Hoch und weg. Er kann sich nicht verstecken. Oh, da kommen Juris. Ein bisschen aufpassen. Ja, die sammeln hier ordentlich. Ist gar nicht so viel Kohle. Warum befördert euch? Das tun wir bei uns zu Hause reinstellen. So. Und natürlich brauchen wir einen Erzreiniger. Damit unsere Sammler ein bisschen mehr Moneten sammeln. Alle abgefeuert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Fahrzeug bereit. Tanks sind gefüllt. Und weg. Wir sehen uns gekommen. Einheit bereit. Rons. Übertreib's nicht, übertreib's nicht. Komm mal zurück, ihr seid zu wild. Magnetron, auch geil. Hier werden Falschparker abgeschleppt. Ja, das ist ein echt mega guter Spruch. Das stimmt, Fishingbu. Bin schon ein Riesenfan von der Einheit. Ich finde, die Klasse Yuri sowieso hammermäßig gut gemacht. Echt fantastisch. So gute Ideen mit dabei. Satellitenablink. Ja, den nehme ich. Den nehme ich. Und Erzreiniger. Yes. So, jetzt haben wir noch Black Eagles. Jetzt wird es natürlich richtig geil. Die Bude ist auch gleich weg. Wir brauchen mehr Energie. Achtung, Igel. Ihr wollt wissen, wie die ballern? So ballern die. Da kommen sie. Die schwarzen Adler. Super. Wir haben 800 Energie und 795 brauchen wir. Perfekt. Wie zu Hause. Produktion läuft. Und erstmal die Chronosphäre. Ich muss die Sicht klären, Sir. Hoch und weg. Abgeschlossen. Sehen uns nicht kommen. Produktion läuft. Alle abgefeuert. Flugzeug berichtet. Zu Diensten. Jetzt sind sie dran. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh, viel Kohle haben wir nicht mehr. Gleich wieder auf Schluss mit lustig. Mental Omega. Habe ich auch Bock drauf. Habt ihr da auch Bock drauf? Eins in den Chat. Ich muss die Sicht klären, Sir. Produktion läuft. Raketen am Himmel. Hoch und weg. Soll extremst schwer sein, ne? Die sehen uns nicht kommen. Letztens schon mal was gesehen in einem anderen Livestream. Dann haben sie auch nochmal richtig schöne neue Effekte, neue Einheiten. Ist ja alles quasi neu. Ist ja richtig cool gemacht. Boah, die snacken uns hier raus, schau mal. GI ist keine Reichweite. Alle ihre Brille nicht auf. Produktion abgeschlossen. Prisma Panzer und Mirage helfen hier.
Wen hat er eingenommen? Sag mal. Jetzt waren die nochmal richtig frech. Die haben keine Kohle mehr. Haben nichts mehr. Na, rauschen die eins durch den Chat. Okay, ist angekommen, ist registriert. Gebt mir noch ein paar Minuten, dann ist hier Ruhe im Karton. Dann haben wir die richtig dezimiert. Schönes Feuerwerk. Nehmen wir erstmal ihren Sammler hier raus, dann sammeln wir hier nämlich gleich. Wird uns gut schmecken. Komm schon, lass die Funken sprühen. Ja, so muss es aussehen. Guckt euch das an, was der aushält. Erzsammler unter Beschuss. Was? Stehen über Juris rum. Befördert. Einheit verloren. Weicht der aus. Okay, wir haben nichts mehr zu sammeln. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Wir müssen jetzt Action machen. Guck, Juri, ich hab dich gesehen. So. Jetzt rücken wir vor. Runter hier. Und unser Prisma-Panzer. Unsere Chronosphäre ist bereit. Wollen wir damit machen? Komm, sammelt mal hier unten. Miragi, komm mal zurück. Lasst euch nicht hier raus snacken jetzt. Wir haben nämlich keine Kohle mehr. Jeder Einheitenverlust ist bitter. Macht schön Musik. Unsere Basis steht unter Beschuss. Das muss ein Ende haben hier oben. Produktion läuft. Gestoppt. Ziel wählen. Oh, mir. Zack. Einheit bereit. Wandelnde Bäume. Perspektive überprüfen. Räumen Sie den Platz. Die haben sich ganz schön ausgebreitet, hä? Sehr, sehr frech. Prisma-Panzer snicken das aber raus. Kein Problem. Ja. Super. Ein paar Sklaven haben wir auch. Angriff. Guck mal, die gehen sogar in Känguru. Da wollte ich euch auch mal einladen. Alles abgewehrt, alles gut. Unsere Basis steht unter Beschuss. Dann
Steht denn unsere Basis mal nicht unter Beschuss, ist eher die Frage, ha? Jedes Gebäude haben die eingenommen. Da sind ihre ganzen Sammler. Raus damit. Komm. Jetzt hat sich's ausgesammelt. Wir machen mal ein Safe Stat zur Sicherheit. So. Sehr gut. Ja, bleib da, bleib da. Nicht mitfahren. Boah, den haben sie aber direkt rausgeballert, ohne mit der Wimper zu zucken. Wo verliere ich eine Einheit? Komm, wieder ein dreimal befördert, der ist stinksauer. Da wird langsam voll in den Mietswohnungen, ne? Ja, bisschen zu viel Anfragen. Was ist denn das hier ständig? Brauchen wir Mirage. Produktion läuft. Ja, na klar, unser Mirage eingenommen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Triff, 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 triff. Ja, danke. Letzte Rakete, spannend gemacht. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus, was wir hier gemacht haben. Richtig schön aufgeräumt. Es geht voran. Krankenhaus nehmen wir auch gleich mit ein. Dann haben wir noch ein Lazarett für unsere verwundeten Soldaten. Damit eure Wunden auch abgeklebt werden, versorgt werden mit bisschen Vaseline, Melkfett. Richtig. Einheit bereit. Ja, die mal ab hier. Komm, mach mal was. Einheit befördert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Produktion ab. Ich habe das Flugfeld eingenommen. Einheit bereit. Viel fehlt nicht mehr. Produktion abgeschlossen. Erzsammler unter Beschuss. Aufstellen nicht möglich. Produktion läuft. Schießt die Bude raus. Sie sehen den nicht, wirklich? Wahnsinn. Die sind dreimal befördert und sehen den einfach nicht. Ist doch was schiefgelaufen in der Ausbildung. Und keine GIs. Ja, wirklich was schief. Da unten ist ein dreimal beförderter Schüler. Was hat denn der schon wieder gekillt? Komm mal her hier. Du bist ja dreimal befördert, ne? Gewesen. Mach jetzt dicht. Eine natürliche Zuflucht. So. Jetzt kommt hier ein bisschen Ruhe rein. Räumen Sie den Platz. Einheit bereit. Sie haben es übertrieben. Ich arbeite für meine Freiheit. Ist etwas wunderbar. Ja, gut. Zeit, es Ihnen heimzuzahlen. Mehr Spiegel sind klar. Greifen die unsere Sklaven nicht an, wenn die in der Bude sitzen, sag mal. Mental Omega sind 100 Missionen. Okay. Dann streichen wir das Projekt wieder. Mental Omega ist gestrichen. Müssen wir mal schauen, wo wir das einbauen, wo wir das so als Sidekick mal angehen, so ein bisschen als Fun. Ist aber gut zu wissen, dass wir da richtig schön Content hätten. Das freut mich. Super. So. Da kenne ich mich aus. Reparatur nötig? Ich komme
Komm, du schaffst das doch bestimmt lebend hier runter, oder? Training. Einheit verloren. Einheit befördert. Manchmal traue ich meinen Augen nicht. Nur manchmal. Meistens stimmt das, was die mir anzeigen. Jetzt kommen Juris hier, guck mal. Richtig saure Juris. Lasst euch da nicht einnehmen. Er ist nicht angekommen. Noch ein Versuch. Kommst du an? Von hier oben kommt er. Der hat noch eine Stadtrundreise gemacht hier. Der hat sich noch die Umgebung angeguckt. Noch die Gebäude gezählt. Hat wahrscheinlich ein Wetter am Laufen gehabt. Hm? Gut, rein da, komm. Nimm einen. Hospital erobert. Alle Infanteristen werden automatisch geheilt. Schrei mich nicht so an, Mensch. Unsere Basis steht unter Beschuss. Simon, herzlich willkommen im Stream. Grüß dich. Hellmarsch? Was meinst du damit? Klar, mag ich. Mit einer meiner Lieblingssongs. Werd mal die Sammler hier ab, Mensch. Wir haben dich gesehen, merkst du es nicht? Dummheit muss bestraft werden. Die Sammler sind dort die neue Spezialeinheit. Schießen den nächsten raus. Produktion läuft. Keiner macht was. Der kämpft alleine gegen den Sammler. Könnte man schon leicht irritiert sein, muss ich sagen. Unser Inji wurde natürlich rausgesniped aus der ganzen Armee, ist logisch. Ganz klar. So. Produktion läuft. Neues Ziel erhalten. Sind die Bäume nicht wunderschön? Simon Says, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Prime Resub. Verklickt. Im vierten Monat. Dankeschön für die Unterstützung. Liebe geht raus. Viel Spaß weiterhin. Ganz, ganz lieb. Freut mich. So, komm mal rüber. Schaffst du es ohne IBF? Dann knickst du wieder auf eine Bananenschale um. Hm? Oder wieder umknicken. Sammler unter Beschuss. Kommt der nächste Sammler. Schafft ihr es, diesen Sammler abzuwehren? Schafft ihr das? Antwort ist nein. Einheit befördert. Einheit verloren. Unser Inji, ist der immer noch auf Reisen oder ist er umgeknickt? Ist er verunglückt? Ah, da kommt er, guckt mal. Bin schon auf dem Weg. General Ricky, bitte hetzen Sie mich nicht so. Gut. Komm, zieh mal die Muttern wieder fest. Einheit befördert. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Flugfeld erobert. Ausbildung von Fallschirmspringern möglich. Das ist gut. Das beruhigt mich. Aufstellen nicht möglich. Produktion läuft. So. Neue Bauoption. Aha. Training. Einheit bereit. Das sieht doch ganz saftig aus hier alles. Das gefällt mir. Ich frage mich nur, wie viel Kohle die noch haben, also. Kommt ja ohne Ende. Ein Sammler nach dem nächsten. Guck mal, drei Stück stehen hier schon wieder.
Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Stimmt doch irgendwas nicht. So, Einheiten werden auch nicht befördert. Ah, Wandelnde Bäume. Aufstellen nicht möglich. Einheit verloren. Einheit verloren. Hey, weißt du was? Achtung. Chronosphäre aktiviert. Look, 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 look. Einheit verloren. Einheit bereit. So. Einheit bereit. Uns. Aber andere Sache, die ich an C&C mag, Frank Lepucky, absolut guter Mann, der hat so herrliche Musik gemacht, auch wenn ich den Hellmarsch tatsächlich nicht so mag. Nee, Fishing Boo, liebe den Song. Ja, die Musik in C&C 1, sogar Dune 2K, absolut Kult. Dune Soundtracks kenne ich noch gar nicht. Ist auch richtig gut, ja? Hat er auch die Musik gemacht? Muss ich mir mal reinpfeifen. Danke für den Tipp. Okay, jetzt ist Zeit für Fallschirmträger. Fallschirmjäger! Greift an! Warte auf Befehle! Kanonier auf Befehle! Zeig mal, was du drauf hast. Einheit bereit. Das perfekte Versteck. Auf Streifzug. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Na komm doch. Einheit verloren. Einheit verloren. Ah, Jungs. Nicht die beste Idee, da zu landen, ha? Huh? Ich hoffe, euer Butterbrot zum Frühstück hat nochmal geschmeckt. Euer letztes Frühstück. Einheit verloren. Auch ein General macht Fehler. Auch ein General macht Fehler. Das sind unsere Ressourcen. Versteht es endlich. Unsere Ressourcen. Es ist C, da ranzukommen. Wahnsinn. Raus mit dem Bauhof. Wo steht der im Stützpunkt drin? Mutig. Ah, ihr macht es jetzt nach. Okay. Einheit befördert. Achtung, kommt ein Sammler, wird gefährlich. Sammler unter Beschuss. Alle daneben gefahren. Ein Missklick, komplette Armee weg. GG. Na komm, landet mal hier. So, keine Energie mehr. Sehr gut. Befördert. Auch nochmal richtig smooth hier, wie in so einem Film. Boah, die Buden haben sie auch eingenommen. Vorsicht. Ja, wegsnacken. Ja gut. Keine Kiste im LKW. Juri, der nimmt hier noch fleißig ein. Einheit befördert. Na seht ihr, jetzt haben wir noch ein bisschen Radau gemacht. Geländesituation wird ausgeglichen. Lichtbrechung intensiviert. Vergrößerungslinsen aktiviert. Neue Koordinaten eingespeist. Mehr Verbindung. Sehr gut. Lichtenergie wird fokussiert. Ziel
würde sagen, wir haben dominiert, oder? Am Anfang war es nochmal richtig kritisch, richtig knackig, knapp. Und dann haben wir aber gesagt, ey Mensch, nicht mit mir. Mein Name ist General Ricky. Ich habe das Business hier im Griff. Und dann haben wir Juri gezeigt, wo der Hammer hängt. Nämlich links oben in der Garderobe habe ich den hingehangen. Siehst du nicht direkt, wenn du reinkommst. Verstärkung bereit. Vergrößerung. Ziel wählen. Energie wird fokussiert. Einheit befördert. Ja, befördert euch. Ja. Sehr gut. Jetzt der Auftritt von den GIs. Jetzt wird es nochmal richtig grandios hier. Guckt euch das an, was für eine Show ich euch biete. Und sie landen. Sie landen. Und stellt euch auf. Kämpft. Oh, Schleiferpanzer qualmt. Bronze. Und da oben, den Turm. Los, kommt hoch, kommt hoch. Und aufstellen. Angriff. Sie verkaufen. Schafft ihr, schafft ihr. Kampf der Giganten. Ja. Er wird geheilt, das Lazarett. Einheit befördert. Super. Mega. Ein bisschen Prisma-Sensoren stabil. Stabilisatoren werden neu angebracht. Ja, Juri, damit hast du nicht gerechnet. Wir haben dich dominiert, mein Lieber. Lichtenergie wird fokussiert. Ich glaube, er ist gerade ein bisschen schockiert. Was war's? Sind die Bäume nicht wunderschön? Mal nicht. Das ist es, meine Lieben. Wir haben gewonnen. Was sagt ihr dazu? Seid ihr schon ein bisschen überrascht, oder? Etwas schattengefällig. Hier stehen nur vier Bäume sichtbar. Wandelnde Bäume. Und wir werden Juri mit seinen eigenen Sklaven schlagen. Komm her, ja. Mit seinen eigenen Waffen werden wir Juri schlagen. Deswegen habe ich mir diese drei Elite-Sklaven aufgehoben. Für diesen epischen Moment. Hier. Bei Command & Conquer, Alarmstufe Rot 2, Juris Rache. Und jetzt heißt es nämlich, schlagt zu. Wir pflanzen nochmal unseren eigenen Wald. Oh, sieht schön idyllisch aus. Fällt mir, kann man machen. Frische Luft ist immer gut. Jetzt, 1, 2, 3. Okay, Positionswechsel. Schlagt zu. Ja. Sehr gut. Und kräftig. Ja. Komm, richtig mit Power. Hol aus. Und hau Ruck. Sehr gut. Schaffst du. Oh, er ist stärker als die anderen. Er ist stärker. Guckt euch das an. Die schenken sich nichts. Oh, 1 HP, 1 HP. 1. 2. 3. 4. Und? Dreimal beförderter Sklave. Chichi. Das ist es. Und wer macht hier den ersten Schlag? Komm. Links oder rechts? Chichi. Einsatz erfolgreich.